In dem nachfolgenden Video geht es um ein etwas unappetitliches Thema, was uns aber bestimmt schon mal alle betroffen hat, um eine verstopfte Toilette. Ursachen dafür sind, wenn die Verstopfung in der Toilette selber vorkommt, hauptsächlich zu viel Toilettenpapier, weibliche Hygieneartikel und Essensreste, also bevor sie verdaut wurden, die da drin entsorgt wurden, wobei letztere da eigentlich nicht reingehören. Aber in diesem Fall hier scheiden die beiden letzteren wohl eher aus. Das ist eine Toilette in einem quasi noch Rohbau, die hauptsächlich von Bauarbeitern genutzt wurde. Da kommen eher wenig Frauen vor oder gar keine. Ja, also diesmal sind echt die Männer schuld. Und ich wollte mal zeigen, wie man das mit einfachen Mitteln beseitigen kann, ohne viel Gedöns. Denn eine professionelle Beseitigung kann man mit mindestens 100 Euro veranschlagen. Darunter wird man kaum was bekommen und es kann auch deutlich mehr kosten. Also 200 Euro sind auch drin oder sogar noch mehr, je nachdem, wann man diese Dienste in Anspruch nimmt. Ne? An Feiertagen oder nach den üblichen Werkszeiten und so weiter. Deshalb, in diesem Fall, der Mann hat es gemacht, der Mann wird es wieder beseitigen. So, das Übliche, was man so kennt, ist zum Beispiel dieser Gummistampfer, Pümpel nennt man das, glaube ich. Ja, wenn ich damit jetzt rummache, kann man sich vorstellen, dass das eine Riesensauerei gibt. Deshalb verzichten wir da drauf, bringt auch nicht viel, schiebt halt alles nur hin und her. Ja, manchmal hilft ein bisschen, aber eigentlich ist es nicht wirklich was Vernünftiges an Werkzeug. Etwas, was in der Richtung weiterentwickelt wurde, ist hier so ein Gerät, was einen bestimmten Luftdruck aufbaut. Ja, das kann man aufpumpen und hier drin sammelt sich dann die Luft und dann auf einmal abschießen. Da gibt es dann verschiedene Vorsätze für, zum Beispiel für ein Waschbecken oder eine Spüle, gibt es auch dünner, oder eine Duschtasse, Badewanne und so weiter. Da funktioniert das Ding auch wirklich super, wenn die Verstopfung im Bereich des Siphons ist, ja, oder der Geruchssperre. Für die Toilette gibt es da auch einen Aufsatz, der ist ein bisschen größer. Sieht so aus, ne, kann man hier auch draufsetzen. Aber wenn das Ding richtig hart aufpumpt und das dann da drauf setzt, kann man sich vorstellen, was dann passiert. Ne? Da fliegt einem im wahrsten Sinne des Wortes die Scheiße um die Ohren. Man könnte jetzt zum Beispiel einen Müllsack, einen größeren, zwischen der Kloschüssel und der Toilettenbrille irgendwie einklemmen, dann mit dem Arm da irgendwie durch, aber bringt es letztlich auch nicht so besonders. Ist eine unangenehme Sache, gibt Spritzer und ziemlich viel Dreck. Ja, und da gibt es noch allerlei so Spiralen in allen möglichen Bauformen, Drähte oder was auch immer die Leute dafür benutzen. Manche benutzen Aufzugseile, alte, ausrangierte dafür. Die sind natürlich ein bisschen dicker als das hier. Bringt auch nicht viel. Dann gibt es noch so Druckreiniger, den man irgendwie an den Wasserhahn anschließen kann oder an Hochdruckgerät. Aber das ist auch meistens Spielerei und macht mehr Unglück als sonst was. Es geht eigentlich viel einfacher. Denn im Grunde haben wir das Werkzeug für solche simplen Verstopfungen, die in der Kloschüssel stattfinden, schon im Klo. Und zwar einfach eine Klobürste. Ja, die ist auch entsprechend des Baustatuses jedes Hauses nicht im besten Zustand, aber egal. So, als erstes checken wir einfach mal die Spülung und schauen mal, was passiert. Ja, so, das Klo ist eindeutig verstopft. Es tut sich nichts. Was manchmal hilft, manchmal, aber nur manchmal, ist zum Beispiel den Wasserhahn aufzudrehen und Wasser laufen zu lassen. Wenn das Waschbecken und die Toilette im selben Fallrohr münden, entsteht dadurch ein winziger Unterdruck, der manchmal, aber wirklich nur manchmal hilft,
bei einer kleineren Verstopfung das Fötzen drunter geht. Ebenso kann man es versuchen in der Dusche oder in der Badewanne. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Ja? Das klappt vielleicht in nicht mal einem von 10 Fällen. In unserem Fall klappt es nicht. So, jetzt auf keinen Fall, man hört es am Geräusch, nicht das Klappern, das war was anderes. Man hört es am Geräusch hier, der Spülkasten ist wieder vollgelaufen. Wenn ich jetzt nochmal drücke, dann läuft er über. Das sollten wir auf jeden Fall vermeiden, weil das gibt dann richtige Sauerei. So, was man machen kann. Niemals stopfen. Also, wenn da was in der Geruchssperre, also praktisch im Siphon hängt, dann niemals stopfen. Immer rausziehen. Ja, niemals stopfen, weil dann macht man alles noch schlimmer. Also als erstes, jetzt wird es unappetitlich, das ist eine Originalverstopfung. Ja, das ist nicht gestellt. Wir sehen, das Wasser verfärbt sich schon ein bisschen. So, dann gehen wir hinten rein. Hinten rein an der Rückwand und versuchen so viel Klopapier oder was auch immer die Verstopfung verursacht hat, wie möglich da rauszuziehen. Ja. Ihr seht, wird das immer unappetitlicher. Aber so ist das nun mal. In der Realität, hier ist nichts mit Ersatzflüssigkeiten oder sonst was bestellt oder Ersatz ja, fest und Sachen. So, wir ziehen raus, was geht, wo wir dran kommen mit der Klobürste. So, wenn nichts mehr rauszuziehen ist, stellen wir die Klobürste senkrecht in den Abfluss und führen eine senkrechte Bewegung aus, die wir ein bisschen beschleunigen, um eine Druckwelle vom Wasser auszulösen, die dafür sorgt, dass es abläuft. Ihr seht, das Wasser ist jetzt schon mal abgelaufen. Ihr hört es auch. Jetzt zieht natürlich dieser Pfropfen an Wasserausscheidungen und vor allem Klopapier, das war in diesem Fall die Ursache, Luft aus dem ganzen System. Das heißt, die ganzen Siphons von der Duschtasse, von der Badewanne, vom Waschbecken werden leer gesaugt. Die können wir nachher wieder auffüllen. So, ihr seht, das Wasser ist erstmal weg. Jetzt spülen wir. Jetzt können wir spülen, weil die Toilettenschüssel fast schon normalerweise einmal den Inhalt des Spülkastens. So, dann können wir auch gleichzeitig schon mal ein bisschen die Klobürste ein bisschen reinigen. Ne? So, wir uns wieder gurgeln. Jetzt wissen wir, der ganze Rotz ist jetzt im Fallrohr weiter runter gegangen. Ne? Wir befinden uns hier im Erdgeschoss. Der Abfluss geht hier in diesem Fall aus dem Keller raus. Ja? So, das ist aber noch immer nicht ausreichend, weil wenn wir jetzt das Klo wieder benutzen, ist es sehr schnell wieder verstopft. Wir warten jetzt, wir hören es ja, der Spülkasten füllt sich wieder auf, ist gleich wieder voll. So, ist jetzt erledigt, jetzt betätigen wir ihn wiederholt, also nochmals, können nochmal die Klobürste ein bisschen reinigen, ne? Sollen wir noch verwenden und soll nicht ganz so shabby aussehen. So, gleichzeitig kann man ein bisschen das Klo sauber machen direkt dabei. Ja, ist zum Teil nur ein Handwerkerklo, wird wahrscheinlich noch ausgewechselt, bis es den Endnutzern zugeführt wird, hier das Bad. Ja, ihr seht, das Wasser fließt wieder problemlos ab. Wir warten nochmal, bis der Spülbehälter komplett voll gelaufen ist. Das ist jetzt der Fall. Und nochmal. So, es sammelt sich nochmal ein bisschen. Scheint also noch nicht komplett den weiteren Weg genommen zu haben, was hier drin hing. Das ging noch ein bisschen langsam runter. Deshalb warten wir jetzt noch einmal ab. Ja, das ist nötig, machen die Profis auch. Immer mehrmals spülen.
Ja, ich mache es nur einmal, dann lasst ihr bei mir wenden. Wenn sicher gehen wollen, dann lieber noch 5, 6, 7, 8 mal spülen. Dann ist die Sache erledigt. Ganz sicher. So, jetzt ist wieder der Spülkasten voll. Nochmal. Wir sehen, das Wasser fließt jetzt schon schneller ab. Und dabei können wir es eigentlich jetzt belassen. Es passiert kein es gibt keine weiteren Probleme. Der Durchmesser von der Geruchssperre der Toilette ist geringer als von dem Fallrohr. Fallrohr hat normalerweise 100er Durchmesser, hier so ein bisschen geringer. Da muss das ganze Zeug auch noch einen Klick durchlaufen und so weiter. Und dann fällt es früher oder später senkrecht runter. Und nachdem es dann senkrecht runtergefallen ist, geht es noch um ein paar Kurven und verteilt sich dann in der Horizontalen und bleibt da erstmal liegen, weil das Gefälle ist dann sehr gering, so ungefähr so 1,5%, 2%. Ne? Das ist deshalb so gering, damit nicht das Wasser zu schnell abfließt, sondern damit das ganze Gemenge aus festen Stoffen und flüssigen Stoffen noch drin liegen bleibt und insgesamt praktisch mitgenommen wird. Weil wenn das Wasser zufällig schnell abfließen würde bei einem stärkeren Gefälle, dann würde das austrocknen, was da sonst noch drin ist an Feststoffen. Und das hätte zur Folge, dass eben dann Verstopfungen entstehen. Ja. Deshalb nur dieses geringe Gefälle. Das Ganze wird weiter transportiert. Ich ziehe trotzdem jetzt noch einmal ab und damit hat es kann man sagen, mindestens 100 Euro gespart. Und wie lange hat es gedauert? Die Erklärung hat länger gedauert als das Machen. Das Machen selbst hat keine 5 Minuten gedauert. Ne? Guter Stundensatz, würde ich mal sagen. Ne? 100 Euro in 5 Minuten gespart. Okay, das war's für dieses Thema. Bis auf weiteres demnächst.